Hallo und herzlich willkommen bei Versprochen. Wie versprochen, wir gehen heute an den Kimco dran. Wir werden erstmal den Tank abbauen und reinigen, außen wie auch von innen. Und es soll ja ein neuer Unterdruckbenzinhahn dran. Das schauen wir dann mal, wenn es soweit ist. Aber erstmal sollte der Tank wieder recht sauber aussehen, dass man einen Tank erkennt und dass erstmal von innen wie von außen alles sauber ist. Wie man sieht, ist das ja wirklich nicht gerade sauber, aber wer macht sich auch die Mühe und baut einen Tank aus, wenn es nicht unbedingt sein muss? Also von daher bin ich jetzt der Erste, der hier mal Ordnung ein bisschen reinbringt. Und dazu nehme ich jetzt erstmal hier oben den Bügel ab. Der kann zur Seite. Und löse somit meinen Tank. Das Gute ist, dass die Schließung fürs Helmfach, die ist auch oben auf dem Tank gleich mit verbunden. Moment. Die Schließung, also im Grunde das Schloss, wird auf den Tank oben mit drauf gesetzt oder der Tank sitzt dazwischen und wird dann unterwärts ja ganz normal befestigt. Zumindest ist unten ein Blech, wo man das Ganze dann verschraubt. Was ich jetzt mache, ist erstmal hinten den Tank lösen. Kommen wir jetzt an das vordere Stück. Jetzt bauen wir auch gleichzeitig das Helmfachschloss aus. Fliegender Wechsel. Ich nehme wieder meinen Schraubendreheraufsatz. Das geht ja doch um einiges besser dann. Und einmal haben wir schon gelöst. Und Nummer 2 ist auch gelöst. Die Schrauben nehme ich dann ja nach Möglichkeit raus und sammle die lieber erstmal, bevor sie irgendwie abhanden kommen. Also der Tank sollte gelöst sein. Ja, dieses Gummiteil ziehen wir dann natürlich auch noch ab. Das ist zwar auch schon spröde. Das ist im Grunde so ein Auffang, ein Überlauf, falls mal der Tank zu voll gemacht wird. Und was wir noch abklemmen müssen, ist hier. Hier haben wir noch den Stecker. Der muss natürlich auch ab. Das machen wir jetzt als nächstes. Hier ist der Stecker. Und mal gucken, ob wir ihn schon freiwillig hier rausbekommen. Ja, das geht. Hier baue ich weiter nichts auseinander. Das bleibt alles so weit, wie es ist. Das Einzige, was ich noch abnehme, sind die Benzinschläuche. Und im Grunde sollte jetzt der Tank dann auch frei liegen. Das tut er auch. Aber ich muss noch die Benzinschläuche abklemmen und dann ziehen wir das Ganze raus. Also der Tank sieht richtig böse aus. Also was heißt böse? Böse verschmutzt sieht dieser Tank aus. Ich nehme ihn jetzt mal so und halte ihn einfach mal so hin. Ja, das kommt davon, wenn kein vernünftiger Spritschutz unten mehr ist an Rad. Und deshalb ja, sollte man immer zusehen, dass das recht original bleibt. So, den Tank lege ich jetzt erstmal ab. Und theoretisch hätte man jetzt hier nochmal mit dem Kercher reinnehmen können, weil hier sieht es auch nicht gerade so schön sauber aus. Ich zeige euch das mal. Hier zwischen, also hier zwischen diese Lücke, hier sieht man sogar, hier Brösel, dazwischen spritzt dann alles hoch und kommt natürlich Richtung Tank. Und auch die Leitungen leiden darunter. Deshalb, da
muss unbedingt ein Schutzblech dran, dass das dann nicht mehr passieren kann. Ja, aber das muss auf jeden Fall nochmal nachgereinigt werden. Was ich jetzt erstmal mache ist, wir nehmen den Roller von der Bühne raus und hier wasche ich dann erstmal den Tank. Ihr seht, was für ein Gerät hier gerade auflädt. Genau, mit diesem Gerät arbeiten wir. Marke, natürlich meine Lieblingsmarke, Parkside. Also trotz allem mal wieder Werbung. Ich habe mich doch ein bisschen umentschieden und da der Tank recht voll ist, weil ich ja auch noch Benzin aufgekippt hatte, würde ich gerne den Sprit abpumpen. Ich habe mir damals über Wish so eine günstige eine Pumpe bestellt, die eigentlich dann auch alleine fließen sollte. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht. Wir stecken diese Pumpe jetzt hier auf jeden Fall rein. Ich nehme einen leeren Kanister und wir gucken mal. Ich weiß nicht, ob die jetzt Probleme mal gemacht hat oder nicht. Wir testen es einfach mal an. Und ich sauge jetzt so den Sprit an und mal gucken. Ansonsten muss ich eben weiterhin pumpen. Ja, es sieht ganz danach aus. Ja, die Schläuche sind meist auch viel zu kurz, um das Ganze tiefer stellen zu können. Also pumpe ich jetzt den Sprit raus, dass der meiste Sprit schon mal raus ist. Den Rest oder der Rest, der drinnen bleibt, den kann ich dann später zum Reinigen nutzen. Aber ich möchte eben nicht ganz so viel Sprit hier drin haben. Deshalb rauslaufen lassen oder rauspumpen. Und dann geht es gleich weiter. Tank ist leer. Vielleicht noch ein kleiner Schluck drin, aber das soll uns in dem Moment erstmal nicht stören. Ich öffne jetzt hier die Sicherung, dass ich meinen Benzinschlauch hier abbekomme. Gucken, ja, das funktioniert. Hier habe ich ja noch keine drauf gehabt. Nehme meinen Benzinschlauch hier ab. Und ja, es geht ja auch um diesen Herrn hier, und zwar unser Unterdruckbenzinhahn, der sollte ja ausgetauscht werden. Ob es funktioniert, werden wir dann sehen. Und was ich jetzt hier natürlich sehe, ist natürlich auch nicht so schön. Hier blättert der Lack jetzt schon von alleine ab. Das kommt, wenn kein Schutz von unten gegeben ist. Umso schneller fängt das an zu rosten. Das heißt, das muss etwas entrostet werden und wenigstens erstmal mit Rostumwandler ein bisschen behandeln, dass hier nichts weiter passiert. Also, dass das erstmal ein bisschen gestoppt wird. Was ich mir jetzt erstmal geholt habe, ist einen abgerundeten Spachtel. Ja, den habe ich damals selbst abgerundet. Extra für den Rasenmäher. Womit ich jetzt anfange, hier Schaben, den groben Schmutz doch schon mal runter. Und wenn es geht, sogar den gelösten Lack, also auch gleich etwas ab. Danach wird er natürlich noch gewaschen. Das mache ich jetzt weiter und dann sehen wir uns in den nächsten Abschnitt. Das ist das alles, was ich jetzt von diesem Tank zusammengetragen habe. Und der Tank sieht jetzt erstmal schon mal so aus. Muss jetzt noch ein bisschen mit der Drahtbürste bearbeitet werden, aber vorher mache ich diese Wanne erstmal leer. Also ich habe den Tank jetzt soweit vorbereitet. Theoretisch hätte ich ihn auch sandstrahlen können, mache ich aber aus dem Grund nicht,
weil er doch schon ganz schön angegriffen ist. Die meisten Rollerschrauber denken da gar nicht dran, zwischendurch auch den Tank mal anzugucken, weil das ist ein wichtiges Bestandteil. Da ist der Sprit drin. Und wenn da mal irgendwann ein Loch drin ist, ich glaube, dann seid ihr mehr am Nachtanken, als ihr den Sprit halten könnt. Ich habe nur damit gearbeitet, also mit Spachtel, und nur mit einer Handdrahtbürste. Diesmal keine Maschine dafür genutzt, um einfach mal zu sehen, wie ist denn das überhaupt noch, wenn ich das alles per Handmaschine betreibe. Ja, und ich denke mal, es kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und jetzt sieht man erstmal, was ist hier an Rost dran. Und wie gesagt, viele Schrauber unterschätzen sowas. Die gucken nicht mal nach dem Tank. Da sollte immer noch mal ein Blick drauf geworfen werden. Es sei denn, es ist ein Kunststofftank. Das ist natürlich wieder was anderes. Bei einem Kunststofftank kann so schnell nichts passieren. Aber bei diesen Blechtanks sollte man immer mal ein Auge drauf halten. Deshalb hier wird mit einem Lappen nochmal drüber gewischt, mit Bremsenreiniger drüber gegangen und dann erstmal behandelt. Man kann das in der Zeit durchziehen, bis ein Vergaser da ist. Und dann kann auch schon nach und nach wieder alles zusammengebaut werden. Von innen wird er natürlich auch noch gereinigt. Hier ist mein Bremsenreiniger und jetzt hier zum Bremsenreiniger drüber. So kann ich hier alles noch mal etwas nachreinigen. Und zuletzt puste ich ihn dann natürlich noch mal ab, dass auch hier ja kein Rost mit eingepinselt wird, könnte man so sagen. Deshalb schön reinigen, umso besser hält dann auch der Rostumwandler. Ja, diese Seite sieht schon ganz okay aus. Andere Seite. Auch ein bisschen nachreinigen. Das mache ich jetzt noch fertig und dann kommen wir erstmal zum Rostumwandler. Es bleibt dann natürlich nicht aus, dass man die ein oder andere Ecke hier immer noch übersehen hat. Deshalb noch mal kurz nachgehen, wenn ich mir sicher bin, das sieht ganz gut aus. Bremsenreiniger drauf und gleich die Stelle noch mal nachreinigen. So, jawohl, wird doch. Also, gut, jetzt mache ich den Rest aber wirklich nur noch fertig. Hier habe ich meinen Rostumwandler, den habe ich schon durchgeschüttelt. Öffne ihn jetzt. Hier ist mein Pinsel. Stelle mir das so ein bisschen zurecht und fange hier gleich an. Und zwar mein Auslass von Sprit, also wo mein Benzinhahn dran kommt. Oder Unterdruckhahn. Das Ganze wird jetzt schön sauber einmassiert. Wo der Untergrund zu glatt ist, also wo ich zu viel abgeschabt habe von dem Rost, dass das schon wieder glänzt, das führt dann natürlich dazu, dass da kein Lack angenommen wird. Das würde bedeuten, erstmal jetzt trotzdem hier schön einpinseln. Und zur Not führt man später einfach einen Lackfilm drüber. Das heißt, mit der Sprühdose kann man hier dann immer nochmal nachgehen und den Tank etwas überlackieren. Ich meine, der Tank ist jetzt nicht unbedingt sichtbar, deshalb könnte man das auch dann so machen. Wie gesagt, es sieht kein Mensch,
Den Tank beäugelt kaum einer. Für einen selbst ist natürlich schöner, wenn der Tank spiegelglatt ist und wieder ordentlich aussieht. Gut, das mache ich jetzt weiter. Na, ich glaube, man kann schon gut sehen, wie sich das hier so langsam einarbeitet. Der Überfluss, der wird irgendwo dann verschwinden. Ja, jetzt heißt es warten, bis der Tank dunkelblau wird, sogar bis schwarz. Also es könnte sein, wenn der Wandler jetzt richtig durchzieht, dann würde der Tank danach schwarz aussehen können. Gut, ich würde sagen, wir warten einfach mal ab. Ich lasse ihn jetzt erstmal ein bisschen anziehen und dann gucken wir nachher nochmal drauf. Ja, mit diesen Mittelchen habe ich ihn bearbeitet. Man kann allerdings auch ein zweites Mal und ein drittes Mal rübergehen. Das ist ganz abhängig, wie schnell und wie gut wandelt es jetzt auch um. Wie gesagt, wir warten es erstmal ab. Ja, wie man jetzt sehen kann, ich habe den Tank einfach aufgehangen. Es tropft hier noch ein bisschen, aber es ist auch sehr, sehr dünnflüssig, dass es auch wirklich in jede Lücke und in jeden Schlitz reinkommt. Deshalb, also ich bin von den Rostumwandler wirklich sehr begeistert, muss ich so sagen. Ich denke, man konnte erkennen, von welcher Marke er ist. Ja. Ganz fertig, einmal ringsrum, die untere Hälfte zweimal sogar gereinigt, nein, nicht gereinigt, umgewandelt. Und ja, jetzt ist er soweit einbalsamiert. Das heißt, zuletzt kommt noch einmal eine Schicht Lack rüber. Ich denke mal schwarzen Lack, je nachdem, was ich noch so übrig habe, kommt ein Lack drauf. Dann ist er soweit einmal wieder ringsrum für die nächsten Jahre geschützt. Es sei denn, ich komme noch mal auf die Idee und gehe da noch mal richtig dran. Aber jetzt möchte ich ja erstmal den Roller zum Laufen bekommen. Deshalb ist das, glaube ich, die schnellste und beste Lösung erstmal. Dann war ja für den Tank noch was eingetroffen. Hier drin ist es. Ich reiß das heute mal so auf und wir gucken mal kurz rein. Ich hoffe, es passt auch, dass das die gleiche Verschraubung ist. Mal anhalten. Ja, das sieht sehr gut aus. Und zwar kam der Unterdruckhahn ja nun an und den würde ich dann ganz gerne mit euch anschließen, wenn das Ganze soweit durch ist, natürlich einbauen. So, einmal aufmachen. Der Unterdruckhahn plus Filter. Der Filter wird ja hier dann so hier so reingesetzt. Und wird dann ja im Grunde richtig schön reingedrückt. Den O-Ring, der wird da drüber gedrückt dann noch. Und schon haben wir, Gott sei Dank, einen neuen Unterdruckhahn. Der funktioniert sogar. Schön, freue ich mich. Und identisch, na, was wollen wir mehr? Wir kriegen den Tank jetzt ja auch fertig. Würde jetzt jemand kommen und würde sagen, Peter, was hast du in deinen ganzen Roller oder Rollern, in deine ganzen Fahrzeuge reingesteckt? Dann müsste ich so machen. Weiß ich nicht. Ich denke mal, da sind einige Hunderte reingeflossen in alle Roller, die ich soweit besitze. Da wird schon einiges an Geld versenkt sein, mit Neuteile, hauptsächlich Neuteile und Lacke und Schmirgelpapier und ach, was nicht noch alles. Da habe ich, wie gesagt, schon einige Hunderter drin versenkt in alle Roller, also insgesamt. Ja,
Das ist natürlich das Nächste, wo wir auch ein bisschen Geld versenken. Aber wie gesagt, ich möchte den Viertakter zum Laufen haben. Deshalb und vielleicht sogar gern anmelden. Aber dazu muss er erstmal laufen, hatte ich ja in dem vorigen Video schon gesagt. Gut, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Wie gesagt, das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil von Einroller. Man nimmt es kaum wahr. Auch Schrauber nehmen das kaum wahr. Und deshalb immer mal einen Blick drauf werfen. Gerade bei einem Blechtank sollte schon immer geguckt werden, nicht dass er doch dann irgendwann mal anfängt zu tropfen und ihr wundert euch, wo kommt denn der Sprit her? Also, in diesem Sinne, viel Spaß mit diesem Video und na, das nächste Video geht ganz schnell. Tschüss.